Друзья, приветствую всех, с вами снова Максим. Мы с вами продолжаем погружаться в удивительный мир Варкрафта. Мы читаем первую главу книги под названием «Таузенд Яры Крик». И эта первая глава называется «Цвай Штраленде Лихта». Два сияющих огня. Поехали, друзья. Ihr Pfeil war etwa 200 Schritte entfernt gelandet. Sie gingen gemeinsam hin, ohne dabei ein Wort zu wechseln. Thoralion hielt seinen Hammer kampfbereit in der Hand, doch innerlich war ihm nach Jubel zumute. Sie hatte ihn gefunden. Die Schlacht am dunklen Portal war brutaler gewesen als alles, was er bisher erlebt hatte. Er hatte in zwei Welten gegen die Horde gekämpft, aber verzweifelt war sie nie gewesen. Ihr Kriegshäuptling Nazul hatte mächtige Gegenstände aus Azeroth eingesetzt, um Brücken zu neuen Welten zu schlagen. Doch seine Zauber hatten sich verselbstständigt. In ganz Draenor hatten sich Risse urplötzlich geöffnet oder geschlossen und dabei das Gewebe der Wirklichkeit zerfetzt. Azeroth hatte die einzige Möglichkeit zur Flucht geboten. Die ungezügelte Zerstörung war jedoch durch das dunkle Portal gesickert und hatte Azeroth selbst in Gefahr gebracht. Die Allianz-Expedition war vorgeprescht, um das Portal zu schützen. Aleria und Thoralion hatten Rücken an Rücken gekämpft und den Wellen der panischen Orks standgehalten, um Khadgar genug Zeit zum Versiegeln des Risses zwischen den beiden Welten zu verschaffen. Sie wussten, dass auch sie damit auf einer sterbenden Welt gefangen sein würden. Inmitten des Chaos hatte sich in ihrer Nähe ein weiterer Riss aufgetan und sie waren hineingesprungen. Wo auch immer sie landen würden, überall im Kosmos wäre es sicherer als hier. Doch sie wurden voneinander getrennt. Er konnte nicht einmal erahnen, wo der Rest der Allianz-Expedition abgeblieben war. Vielleicht waren sie noch auf Draenor. Vielleicht waren sie auch hier in dieser Welt. Thoralion hatte keine Ahnung. Aber wenigstens hatte das Licht sie zu ihm zurückgeführt. Aleria zog ihren Pfeil aus dem Boden und brachte ihn wieder im Köcher unter. Ich glaube, wir werden beobachtet. Sie schnitt eine Grimasse. Ich könnte mich auch irren. Meine Instinkte sind hier nicht von Bedeutung. Mir bedeuten sie eine Menge. Aleria war der Waldläuferhauptmann von Silbermond. Wie ein Raubtier zu denken, lag ihr inzwischen im Blut. Ich hätte es spüren sollen, als es mir so nahe gekommen ist. Hier gibt es so viel ungezügelte Macht. Ich muss vorsichtiger sein. Wir sind in seinem Revier. Es jagt hier. Komisch, dass es nicht versucht hat, uns zu beseitigen. Ich hätte das schon längst getan. Aleria ließ ihren Bogen an ihrer Seite sinken. Ich verstehe diese Welt überhaupt nicht. Ich auch nicht, sagte Thoralion. Aber du hast mich gefunden. Das muss fürs Erste reichen. Aleria sah ihn an und lächelte. Dann fiel sie ihm um den Hals. Er drückte sie fest an seine Brust. Wir werden unseren Sohn wiedersehen, flüsterte sie. So das Licht will. Pfeif auf das Licht. Die Allianz-Expedition war ein Himmelfahrtskommando. Das wussten wir alle. Und doch konnte ich in meinem Herzen spüren, dass wir Arathor wiedersehen würden. Ihre Liebe strahlte hell, ließ ihre Worte glühen und wärmte Thoralion die Seele. Doch ihre Überzeugung konnte er nicht teilen. Es könnte eine lange Reise werden, bis wir nach Azeroth zurückkehren, gab er zu bedenken. Wir haben Zeit. Du vielleicht. Sie hob den Kopf. Thoralion hielt ihren Blick stand. Er wusste, dass sie ihn verstanden hatte. Menschenleben waren kurz. Die Elfen von Silbermond dagegen hatten den Sonnenbrunnen, der ihnen eine Art Unsterblichkeit verlieh. Wenn das Licht zulässt, dass du hier an Altersschwäche stirbst, werde ich ihm sehr, sehr böse sein, sagte sie. Thoralion unterdrückte ein Lächeln. Das werde ich ihm ausrichten. Na gut, das wäre also geklärt. Sie löste sich von ihm und musterte das schattenhafte Land, das sie umgab. Hier könnten noch andere gestrandet sein. Wir sollten sie finden. Thoralion zeigte in Richtung Osten auf das dunkle Portal. Da drüben waren die Kämpfe am heftigsten. Sie brachen auf. Draenor, oder zumindest dieses finstere Ebenbild von Draenor, brach weiter auseinander. Die Beben, die die Welt erschütterten, konnten ihnen hier nichts anhaben. Die Ozeane waren verdunstet und hatten nichts als Leere hinterlassen. In der Ferne schwebten Gebirgsketten im Nichts. Weder Aleria noch Thoralion mussten es aussprechen. Hätten sie keinen Erfolg gehabt, wäre das auch Azeroths Schicksal gewesen. Так, друзья, ну давайте на этом закончим. Насколько же все-таки, да, вот классно книга озвучена. Как хорошо, когда вот профессионально сделано. Меня аж пробирает, да? Давайте же, друзья, скорее переведем. Что же...
Так, что же происходит? Так, здесь мы начали. Ihr Pfeil war etwa 200 Schritte entfernt gelandet. Ее стрела, Pfeil, приземлилась примерно в 200 шагах. Sie gingen gemeinsam hin, ohne dabei ein Wort zu wechseln. Они пошли вместе, не говоря ни слова, да? Ohne ein Wort zu wechseln, как бы не обмениваясь ни словом. То есть не говоря ни слова. Tyrion hielt seinen Hammer kampfbereit in der Hand. Doch innerlich war ihm nach Jubel zumute. Sie hatte ihn gefunden. Tyrion держал свой молот, Hammer, да, молоток, молот боевой, готовым к бою. Но внутри он ликовал. Ihm war nach Jubel zumute. Интересное, друзья, такое выражение. Но внутри он ликовал, она нашла его. Die Schlacht am dunklen Portal war brutaler gewesen als alles, was er bisher erlebt hatte. Битва за темный портал была более жестокой, чем все, что он когда-либо до этого erlebt, да, переживал или испытал. Er hatte in zwei Welten gegen die Horde gekämpft, aber verzweifelt war sie nie gewesen. Он сражался с Ордой в двух мирах, но она никогда не была в отчаянии. Ihr Kriegshäuptling Ner'zhul hatte mächtige Gegenstände aus Azeroth eingesetzt, um Brücken zu neuen Welten zu schlagen. Их военный вождь Ner'zhul использовал мощные, да, мächtige Gegenstände, мощные предметы из Азерота для строительства, для создания мостов в новые миры. Doch seine Zauber hatten sich verselbstständigt. Но его заклинания стали, ну, verselbstständigt, интересное, друзья, слово, стали независимыми. Да? In ganz Draenor hatten sich Risse und urplötzlich geöffnet. Oder geschlossen und dabei das Gewebe der Wirklichkeit zerfetzt. По всему Драйнору внезапно открылись или закрылись, ну, рисы, друзья, провалы, при этом разрывая ткань, das Gewebe, значит, ткань реальности. Azeroth hatte die einzige Möglichkeit zur Flucht geboten. Азерот предложил единственный способ побега, или единственный способ сбежать. Die ungezügelte Zerstörung war jedoch durch das dunkle Portal gesichert und hatte Азерот selbst in Gefahr gebracht. Однако необузданное, ungezügelte, необузданное разрушение просочилось, да, Gesicket, оно просочилось через темный портал и поставило под угрозу сам Азерот. Die Allianz-Expedition war vorgeprescht, um das Portal zu schützen. Экспедиция Альянса, ну, поторопилась, поспешила, чтобы защитить портал. Alleria und Tyrion hatten Rücken am Rücken gekämpft und den Wellen der panischen Orken stattgehalten, um Kadhar genug Zeit zum Versiegeln des Risses zwischen den beiden Welten zu verschaffen. Alleria и Тиралион сражались спина к спине, спиной к спине и противостояли волнам паникующих орков, чтобы дать Кадгару достаточно времени, чтобы запечатать разрыв между двумя мирами. Sie wussten, dass auch sie damit auf eine sterbenden Welt gefangen sein würden. Они знали, что тоже будут в ловушке в умирающем мире. Inmitten des Chaos
hatte sich in ihrer Nähe ein weiterer Riss aufgetan und sie waren hineingesprungen. Wo auch immer sie landen würden, überall im Kosmos wäre es sicherer als hier. Посреди хаоса, вблизи от них, открылась еще одна трещина. И они прыгнули вниз. Куда бы они ни приземлились, везде в космосе было бы безопаснее, чем здесь. Doch sie wurden voneinander getrennt. Но они были отделены, разделены друг от друга. Konnte nicht einmal erahnen, wo der Rest der Allianz-Expedition abgeblieben war. Он не мог даже представить, не мог догадаться, куда делась остальная часть экспедиции Альянса. Vielleicht waren sie noch auf Draenor. Возможно, они все еще были на Драйноре. Vielleicht waren sie auch hier, in dieser Welt. Может быть, они были здесь, в этом мире. Тиралеон hatte keine Ahnung. Тиралеон не имел ни малейшего понятия. Aber wenigstens hatte das Licht sie zu ihm zurückgeführt. Но, по крайней мере, свет вернул ее ему обратно. Алерия zog ihren Pfeil aus dem Boden und brachte ihn wieder im Köcher unter. Алерия вытащила свою стрелу из земли и положила, вложила ее обратно в колчан. Ich glaube, wir werden beobachtet. Я думаю, за нами следят. Sie schnitt eine Grimasse. Она поморщилась. Ich könnte mich auch irren. Meine Instinkte sind hier nicht von Bedeutung. Я тоже могу ошибаться. Мои инстинкты здесь, ну, nicht von Bedeutung, не важны, не имеют здесь значения. Mir bedeuten sie jede Menge. Они много значат для меня. Alleria war der Waldläufer Hauptmann von Silbermond. Alleria была капитаном рейнджеров Серебряной Луны. Wie ein Raubtier zu denken, lag ihr inzwischen im Blut. Думать, как хищник, было уже в ее крови. Ich hätte es spüren sollen, als es mir so nahe gekommen ist. Я должен был почувствовать это, когда оно подошло так близко ко мне. Hier gibt es so viel ungezügelte Macht. Ich muss vorsichtiger sein. Здесь так много необузданной силы. Я должен быть более осторожным. Wir sind in seinem Revier. Es jagt hier. Мы на его территории. Оно, ну, непонятно что, да, вот это существо, оно здесь охотится. Komisch, dass es nicht versucht hat, uns zu beseitigen. Ich hätte das schon längst getan. Забавно или странно, что оно не попыталось нас уничтожить. Я бы сделал это уже давно. Alleria ließ ihren Bogen an ihrer Seite sinken. Alleria как бы опустила лук на бок. Ich verstehe diese Welt überhaupt nicht. Я вообще не понимаю этот мир. Ich auch nicht, sagte Тюралеон. Aber du hast mich gefunden. Das muss fürs Erste reichen. Я тоже сказал Тиралеон, но ты нашла меня. Этого должно, fürs erste, для начала, быть достаточно для начала. Alleria sah ihn an und lächelte. Alleria посмотрела на него и улыбнулась. Dann fiel sie ihm um den Hals. Drückte sie fest an seine Brust. Затем она fiel ihm um den Hals, то как бы упала ему на шею, то есть обняла его за шею, он крепко прижал ее к своей груди. Wir werden unseren Sohn wiedersehen, flüsterte sie. Мы еще увидим нашего сына, прошептала она.
So das Licht will, так хочет свет. Pfeif aus das Licht, плюньте на этот свет, да? Вообще pfeifen это свистеть, но когда говорят pfeif auf etwas, обозначает, что плюнь или забей на это, да? То есть плюньте на этот свет. Die Allianz Expedition war ein Himmelfahrtskommando. Экспедиция Альянса была, интересно, друзья, Himmelfahrtskommando, да? То есть как бы миссией на небо, то есть самоубийственной миссией. Das wussten wir alle. Мы все это знали. Und doch konnte ich in meinem Herzen spüren, dass wir Arator wiedersehen würden. И все же я чувствовала в своем сердце, что мы снова увидим Аратора. Ihre Liebe strahlte hell, ließ ihre Worte glühen und wärmte Tyrallion die Seele. Ее любовь сияла ярко, заставляла glühen, да, заставляла пылать слова и согревала душу Тюралеона. Doch ihre Überzeugung konnte nicht teilen. Но он не мог разделить ее убеждения. Es könnte eine lange Reise werden, bis wir nach Azeroth zurückkehren, gab zu bedenken. Это может быть долгое путешествие, прежде чем мы вернемся в Азерот, отметил он. Wir haben Zeit. У нас есть время. А, du vielleicht. У тебя возможно. Sie hob den Kopf. Tyrallion hielt ihren Blick stand. Она подняла голову. Tyrallion выдержал ее взгляд. Wusste, dass sie ihn verstanden hatte. Menschenleben waren kurz. Он знал, что она поняла его. Человеческие жизни были коротки. Die Elfen von Silbermond dagegen hatten den Sonnenbrunnen, der ihnen eine Art Unsterblichkeit verlieh. У эльфов Серебряной Луны, однако, был солнечный колодец, который давал ей, им, который давал им своего рода бессмертие. Wenn das Licht zulässt, dass du hier an Altersschwäche stirbst, werde ich ihm sehr, sehr böse sein, sagte Если свет позволит тебе умереть от старости, я буду очень, очень зла на него, сказала она. Tyrallion unterdrückte ein Lächeln. Tyrallion подавил улыбку. Das werde ich ihm ausrichten. Я передам ему это. Na gut, das wäre also geklärt. Ну что ж, с этим разобрались. Sie löste sich von ihm und musterte das schattenhafte Land, das sie umgab. Она оторвалась от него, изучая темную землю, которая их и стала изучать темную землю, которая их окружала. Hier könnten noch andere gestrandet sein. Wie sollten sie finden? Здесь могли оказаться и другие. Да, вот stranden, значит, потерпеть крушение. Ну, то есть они могли здесь оказаться. Мы должны найти их. Tyrallion zeigte in Richtung Osten auf das dunkle Portal. Tyrallion указал на восток, в сторону темного портала. Da drüben waren die Kämpfe am heftigsten. Бои там были самыми жестокими. Sie brachen auf. Они отправились в путь. Aufbrechen, одно из значений, отправляться. Draenor, oder zumindest dieses finstere Ebenbild von Draenor, brach weiter auseinander. Draenor, или, по крайней мере, это темное подобие Draenora, разваливался еще больше. Die Beben, die die Welt erschütterten, konnten ihnen hier nichts anhaben. Землетрясения, которые потрясли мир, не могли повредить им здесь. Die Ozeane waren verdunstet und hatten nichts als Leere hinterlassen. Океаны испарились и не оставили ничего, кроме пустоты. In der Ferne schwebten Gebirgsketten im Nichts. Вдали горные хребты
парили в пустоте. Weder Alleria noch Tyrallion mussten es aussprechen. Hätten sie keinen Erfolg gehabt, wäre das auch Azeroths Schicksal gewesen. Ни Алерия, ни Тиралион не должны были этого говорить. То есть им не нужно было это говорить. Если бы они не преуспели, это была бы судьба Азерота. Ну что, друзья, вот такая у нас вторая часть первой главы. А с вами я прощаюсь. Мы с вами встретимся в следующей части. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.